Hallo Friedrich, du hast geschrieben, du sollst folgende Bruchterme hier zusammenfassen und findest da irgendwie den Ansatz nicht. Gut, die Terme, die du mir geschickt hast, waren 3 durch x plus 1 und 4 durch x. Und die sollen addiert werden. Nun ist das eigentlich bei der Addition von Brüchen, wo x im Nenner oder auch im Zähler drinstehen, nicht viel anders, als wenn wir zum Beispiel 3 Siebtel plus 2 Neuntel meinetwegen ausrechnen wollten. Wenn wir hier den Hauptnenner zwischen 7 und 9 berechnen wollen, naja gut, wir brauchen den Hauptnenner. Allerdings können wir uns dabei immer so eine kleine Brücke bauen, dass wir hier also diesen ersten Bruch mit dem Nenner des zweiten Bruches erweitern. Das heißt, wir multiplizieren eigentlich diesen Term hier mit 9 Neuntel und diesen hier mit 7 Siebtel. Dann haben wir nämlich dabei raus 27 63stel plus 2 mal 7, 14 63stel und dann können wir daraus machen 27 plus 14 63stel. Und das rechne ich natürlich jetzt im Moment nicht aus. Das gleiche können wir hier auch machen. Hier haben wir mit 9 Neuntel multipliziert, weil das hier Neuntel waren. Das heißt, wir multiplizieren eigentlich dieses ganze Ding hier mit xxtel. Ja, xxtel. Und dieses hier multiplizieren wir, oder nicht multiplizieren wir, sondern erweitern wir mit x plus 1 durch x plus 1. Dabei ergibt sich dann 3x durch, und hier können wir gleich mal ausmultiplizieren, sind x Quadrat plus x. Und hier drüben, Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner, und wichtig ist, dieses hier kommt dann in Klammern, weil sich das ja auf das 4 mal bezieht sich ja auf x plus 1. Wir haben ja mit x plus 1 erweitert, ansonsten wäre es ja nur 4 mal x. Also plus 4 mal, und das können wir hier auch gleich ausmultiplizieren, 4x plus 4 geteilt durch, und da kommt ja das gleiche hin, x Quadrat plus x. Jetzt haben wir hier gerade eben gesehen, zweimal der gleiche Nenner kann also auf einen Bruchstrich geschrieben werden, mit einmal den Nenner, mit einem Mal den Nenner, mit einem Nenner. Ja? Also es könnte auf einen Nenner geschrieben werden, x Quadrat plus x, dann könnte es auf einen Nenner gebracht werden, ja? Fasel, Fasel. Hier oben jedenfalls im Zähler können wir 3x plus 4x noch ausrechnen, dann steht da 7x plus 4 geteilt durch x Quadrat plus x, und das ist dann die Zusammenfassung der Aufgabe vom Anfang auf einen Bruchstrich. Ja, Term zusammengefasst auf einen Bruchstrich. Wenn es dazu Fragen gibt, bitte ich um Kommentare, und ansonsten freut euch des Lebens.